Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute werden wir bestimmte Investitionen verkaufen, die wir in den letzten Wochen getätigt haben. Also wir haben ja investiert, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, in einem Livestream in 83er und 84er. Und Leute, jetzt ist eben ein guter Zeitpunkt, um die zu verkaufen. Wieso, weshalb, warum, das möchte ich euch eben jetzt dann auch erklären. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein und sehen hier dann auch schon unseren Verein. Und da gehe ich mal rein und da werden wir dann sehen, was wir einige 84er und 83er eben haben, in die wir halt investiert haben. Es ist echt unfassbar, wie die gestiegen sind und teilweise sind sie viel, 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 viel heftiger gestiegen, als man es sich erwartet hat. Zum Beispiel die ganzen Calcio A-Spieler sind viel, viel heftiger gestiegen als andere 84er und das liegt einfach daran, dass die SBCs halt gerade draußen sind und da braucht man eben einerseits dann auch irgendwie ganz bestimmte 84er und ganz bestimmte 83er. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder 83er heftig gestiegen ist, sondern teilweise nur bestimmte, aber im Endeffekt sind alle dennoch um circa 20-30% mindestens gestiegen. Also es ist kein Verlust da, wir haben keinen Verlust gemacht, wir haben 100% mit jedem Spieler Gewinn gemacht. Und ja, zum Beispiel Koscielny kann man jetzt hier gerade machen, der ist jetzt eher neu. Da braucht man aber auch zum Beispiel Premier League Spieler, zwei Stück, zwei Franzosen und deswegen muss man da natürlich dann auch eher 84er, 83er nehmen, die dann eben diese Bedingungen erfüllen. Genauso ist es bei Nainggolan, da muss man halt dann auch das ist gar nicht so bei Nainggolan. Bei Nainggolan ist es nicht so, sorry, da habe ich mich jetzt gerade vertan. Bei Wijnaldum ist es glaube ich auch nicht so, aber bei irgendeiner Karte, genau bei Pirlo braucht man eben die Italiener auch und das ist eben der Grund, warum die jetzt auch so gestiegen sind. Ihr seht es hier, Team Gesamtbewertung mindestens 83, Italien mindestens 2, Juventus mindestens 1, Inter Mailand, AC Mailand und da seht ihr eben, dass diese Karten dann noch heftiger gestiegen sind, also das werde ich euch jetzt eben gleich zeigen und es ist eben so, wie gesagt, dass gerade so viele verschiedene SBCs kommen, dass teilweise 84er 5000 Münzen wert sind und teilweise aber 9000 Münzen, also das ist gerade echt unfassbar spannend und deswegen würde ich euch raten, einfach mal durchzugehen und die zu verkaufen, die extrem teuer sind. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, so wie ich, dann könnt ihr alle verkaufen. Denn ich will jetzt nicht noch riskieren und schauen, ob die noch weiter steigen. Denn es ist im Anschein, dass demnächst TDW-SBCs wieder kommen werden, wo man ein bestimmtes Rating braucht, zum Beispiel ein 84er Rating, um dann einen garantierten Team of the Week Spieler zu bekommen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das kommen wird in den nächsten Tagen. Aber ganz sicher ist es eben nicht. Deswegen gehe ich mal nicht davon aus, sozusagen, gehe auf Nummer sicher und verkaufe lieber alle Karten, bevor die noch zu stark sinken, was sie nicht werden. Aber es ist eben, wie gesagt, wenn ihr Risiko gehen wollt, dann könnt ihr natürlich jetzt die Karten noch weiter behalten und hoffen, dass diese TDW-SBCs kommen und dass die Spieler dann noch mehr steigen. Oder ihr geht auf Nummer sicher, so wie ich, und verkauft jetzt einfach alles. So, Leno behalte ich noch, der ist nicht wirklich gestiegen, aber das war auch nicht wirklich eine Investition. So, dann gehen wir jetzt mal rein bei Checo. Okay, Checo haben wir gekauft für 4100 Münzen und ihr seht hier, der geht locker für 5000, also da hätten wir einen stabilen Gewinn von 1500 Münzen circa. Also ich stelle ihn jetzt einfach mal rein für 5,7. Ja, ganz, ganz easy. Packen wir rein die Karte und dann haben wir den Gewinn mitgenommen. So, nächste Karte ist dann Bürki. Haben wir für 3600 geholt. Das war extrem günstig für den 84er. Und ihr seht hier schon, da war ein Gebot für 4900. Ja, das sind einfach schon ohnehin 1300 Münzen Gewinn. Aber er ist natürlich noch ein bisschen mehr wert. Also so 5300 würde ich bei ihm jetzt mal tippen. Und deswegen hätten wir hier auf jeden Fall auch mal einen schönen Gewinn. Und das geht jetzt eben weiter. Das wird bei fast allen Spielern jetzt der Fall sein, dass wir da guten Gewinn gemacht haben. Bei Fährmann, den habe ich mal gezogen gehabt, habe ihn dann in den Verein gepackt und jetzt ist er eben noch mehr wert, als er damals wert gewesen wäre. 5900 machen wir bei dem guten Mann. So, Cahill war keine Investition, den habe ich mir später geholt. Den brauchte ich nur kurz für ein Team, das heißt, der ist nicht relevant. Gomez war eine Investition, 4300 und der ist hochgegangen auf, ja, nicht ganz 6000 Münzen wahrscheinlich. Nicht ganz 6000. Gehen wir mal so auf 5,8 oder so. Aber ihr seht hier, wir machen mit jeder Karte Gewinn. Es ist einfach verdammt leicht, wie man hier Coins machen kann. Deswegen, Leute, immer investieren, ihr wisst es. So, Falcao für 4000 geholt. Der ist nicht so krank gestiegen. Liegt jetzt bei circa 5000 Münzen. Aber das ist natürlich auch nicht schlecht. Gehen wir auf 5100 und dann hier ein bisschen hoch. Und dann passt das Ganze auch schon. Und dann ist die nächste Karte Icardi. Und Icardi ist unfassbar stark gestiegen. Ich bin jetzt natürlich angekommen und habe mich verdrückt, aber ich möchte euch zeigen, wie viel Icardi wert ist. Ich möchte euch zeigen, wie viel Icardi wert ist, denn der ist wirklich stark gestiegen, eben wegen der Pirlo SBC. Icardi, wenn wir reinschauen, Mama mia, wenn wir reinschauen, sehen wir, dass der einfach mal, ja,
8.000-9.000 Münzen kostet. 8.000-9.000 Münzen. Das ist unfassbar viel für einen 84er. Und deswegen war das zum Beispiel eine unfassbar kranke Investition. Damit haben wir eigentlich unsere Coins fast verdoppelt. Und das ist schon echt heftig. Also mit einem Spieler einfach mal ja, über 3.000 Münzen Gewinn gemacht. Das macht man nicht alle Tage. Und das ist aber dadurch eben durch die 84er halt gut möglich. Und Aduris ist auch gut gestiegen. Liegt jetzt bei circa 5.000 irgendwas. So, ich würde sagen 5... Machen wir einfach mal 5,5. Wobei, das ist ein bisschen niedrig. Gehen wir einfach sicherheitshalber ein bisschen hoch und machen so einen Bietpreis, dass die Leute den vielleicht auch erbieten wollen. Das könnt ihr auch immer machen. Boah, Payet ist auch so krank gestiegen. Das seht ihr jetzt. Alter, 8.000 Münzen kostet der einfach gerade. Das ist so verdammt viel. Also, so Spieler würde ich unbedingt verkaufen, weil wie weit soll der noch steigen? Also, das geht ja gar nicht viel höher. Weißt du, der wird nie über 10.000 kosten. Also, natürlich, vielleicht irgendwann durch ganz große Zufälle, wenn der in 100.000 SBCs gleichzeitig gebraucht wird. Aber wenn ein Payet über 8.000 Münzen kostet, dann ist das ganz, ganz klar, dass ihr den verkaufen solltet. So, André Silva ist auf jeden Fall auch einiges wert. 7.000. Ja, so 7.000 circa, 7.200 oder so machen wir jetzt einfach mal, 7.300, ja so irgendwie, also auch wirklich ein kranker Gewinn, auch für 4.000 Münzen geholt, jetzt einfach für 7.000 verkauft. Benatia braucht man auch bei der Pirlo SBC, das heißt, da haben wir auch guten Gewinn mitgenommen, 8.000 Münzen, kostet der gute Mann einfach, habe ich auch in einem Pack mal gezogen und dann habe ich ihn einfach im Verein gespeichert, weil ich halt gehofft habe, dass der eben für eine SBC gebraucht wird. So, Timo Horn ist die nächste Karte, kostet 6.000 Münzen, ja... Ja, 5, 8 oder irgendwie sowas. Habe ich auch mal gezogen, habe ich auch gespeichert im Verein. Und deswegen verkaufen wir den guten Mann jetzt. Ich bin gespannt, welche Spieler da noch kommen, wo wir da noch krassen Gewinn machen und wo wir nicht so krassen Gewinn machen. 1.400 haben wir für Sommer bezahlt und der liegt jetzt aber auch schon bei über 2.000 Münzen, ganz stabil. Kann man reinstellen für 2,5. Also auch wieder 1.000 Münzen gewinnen einfach mal. Also ich werde jetzt da echt über die 500.000 locker kommen auf meinem Kontostand. Kagawa ist ähnlich, kostet auch so circa 2,5 gerade. Dann ein Zonzi haben wir noch, der gute Mann. Was kostet der? 1.800 gekauft. Okay, der ist nicht so krass gestiegen. 2,9 war da glaube ich vorher gerade, oder? Ja, der ist nicht so krass gestiegen. Aber den können wir auch reinstellen für, machen wir jetzt einfach mal 2,8. Und dann passt das Ganze. Joao Mario oder Joao, keine Ahnung, weiß nicht, wie man den ausspricht. Der ist auch krank gestiegen. Ihr seht es hier. Er kostet einfach mal, ja, 8.000 Münzen wieder fast. Also das ist wirklich krank. Machen wir 7,7. Dann passt das Ganze, denke ich. Also das ist eben auch wegen der Pirlo SBC. Also das sind so Sachen, die kann man nicht ganz voraussehen, ja. Aber wenn ihr halt immer wieder investiert, dann habt ihr irgendwann das Glück, so wie ich jetzt gerade. Und dann habt ihr halt so einen Joao Mario, der dann einfach mal 8.000 Münzen auf einmal kostet. Das ist halt echt verdammt krass. Und ja, der nächste Spieler ist dann Forsberg. Ja, kostet nicht so viel mehr. Aber den habe ich halt auch mal gezogen. Habt ihr dann auch einfach behalten. Und so war das dann eben. Rulli schaue ich jetzt nicht nach. Das ist jetzt auch nicht mehr so spannend, Leute. Ich werde das jetzt noch so durchgehen, dass wir schauen, dass wir nur noch die teuren Spieler erwischen. Und zwar zum Beispiel Biglia ist auch eben wegen AC Mailand. Den braucht man halt auch für die Pirlo SBC. Und weil der halt eben hochgeratet ist von AC Mailand. Das ist eben der Grund für alle, die das jetzt näher interessiert. Ich weiß nicht, Piszczek könnte schon auch gestiegen sein. Boah, Alter. Alter, über 4.000. Mama mia. 5,5 machen wir bei dem jetzt mal, aber so, dass man auf ihn bieten kann. Dann Valero, der ist safe auch gestiegen, weil der halt auch bei Inter Mailand spielt. Ja, ist auch bei 7.000 circa. Stellen wir rein für 7,2, gehen dann runter auf 6, sodass er erboten werden kann. Es ist echt so easy, Leute. Ich bin so froh, dass ich so viel investiert habe, denn ihr seht hier, die sind echt krass gestiegen. Und wie gesagt, ihr könnt sie auch behalten. Ja, wenn ihr auf Numero sicher gehen wollt. Ich gehe es nicht. Ich gehe es schon. Und, nee, auf, nicht auf, ja, also wenn ihr Risiko machen wollt, dann noch nicht verkaufen, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann verkaufen. So, das war das, was ich sagen wollte. Und dann Banega zum Beispiel könnte noch was kosten. Ja, liegt auch so bei 2,8 wahrscheinlich oder so. Können wir einfach mal so reinstellen. Das ist natürlich auch teilweise überteuert verkaufen, was ich hier mache, weil ich nicht genau schaue, was die kosten und dann halt einfach so reinstelle und natürlich nicht genau den günstigsten erfiltere. Also von dem her, ja, ist auch so eine Taktik, das habe ich euch aber eh schon öfter mitgeteilt, dass man immer Spieler mal ein paar Prozent teurer reinstellen sollte. Einfach aus dem Grund, weil die Leute teilweise überhaupt keine Ahnung haben, was die kosten, beziehungsweise weil sie beim Preisvergleich einfach irgendwie schauen oder im Dream Squad oder so und dann nehmen die den halt einfach für
10% mehr mit, ja, weil es ihnen einfach egal ist in dem Moment. Und ja, unsere Transferliste ist jetzt voll, das ist nicht gut, aber Mandzukic wäre noch was wert gewesen. Ihr seht hier, wie viele Spieler ich habe. Also wir könnten jetzt wirklich hier alles durchgehen. Das möchte ich jetzt aber nicht machen, weil sonst dauert das Video 100 Stunden. Es ist eh schon über 10 Minuten, sehe ich gerade. Das ist eigentlich eh schon viel zu lange. So lange wollte ich es gar nicht ziehen. Aber egal. Ja, das sind zum Beispiel noch Spieler. Also zum Beispiel Höwedes wäre auch nochmal wegen der Pirlo SBC. Ich weiß nicht, ist De Rossi da auch gestiegen wegen italienischer Liga und so? Müssen wir mal schauen. 2000 habe ich ihn gekauft. Ja, kostet jetzt auch 6000 circa. Also das ist schon verdammt cool. Und da habe ich auch noch ein paar. Also das ist wie gesagt eine richtig, richtig gute Investition gewesen, die wir damals getätigt haben. Also mit den 83ern und 84ern. Das war echt die beste Entscheidung, dass wir da zu dem Zeitpunkt investiert haben. Denn die sind alle unfassbar krank gestiegen. Teilweise halt wirklich um so viel. Also teilweise um 100% mehr einfach. Und ja, jetzt sehen wir auch schon hier, 6 Spieler haben sich verkauft. Okay, ein Banega erstmal. Aber ich habe ja auch, wie gesagt, alle ein bisschen überteuert reingestellt. Aber zum Beispiel eben Banega ist jetzt schon mal weg. Und auf der Transferliste habe ich, glaube ich, auch noch ein paar 83er und 84er. Wenn ich mich nicht irre. Wir schauen einfach mal darauf. Ja genau, da habe ich auch noch ein paar 83er. Zum Beispiel auch nochmal einen Biglia. Der auch nochmal dann eben diese 7000 Münzen einfach einbringt. Das ist halt einfach krank, wie gesagt. Also ich habe es jetzt oft genug erwähnt, dass es krank ist, dass das Investment gut war. Und von dem her passt es eigentlich auch. Ich habe sogar nochmal Biglia und nochmal Benatia. Also das ist schon echt verdammt nice. Das heißt, da werden wir unfassbar viel Gewinn rausschöpfen. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Falls ihr das immer sehen wollt, wenn ich meine Spieler verkaufe, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Das haben sich ja viele gewünscht, dass ich dann auch eben dieses Video mache, wann ihr die wirklich verkaufen sollt. Und nicht nur, wenn ihr investieren sollt. Ja, dann war es das. Ja, schreibt mir gerne einen Kommentar. Wie gesagt, checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Und dann war es das von meiner Seite aus. Leute, vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.